Willkommen zurück. In Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. To the Last of Us Remastered Left Behind DLC. Und ja, letzte Folge haben wir ja eine Menge Spaß gehabt hier in diesem Halloween-Laden. Und dann gehen wir mal weiter. Wow. Ich habe eine Idee. Was? Siehst du die Autos da unten? Ja. Das rote ist deins, meins das blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Wie cool ist das denn? Ach, geht schon los. Wow. Bam! Okay. Ja, bam. Ich bin so schlecht. Dann werden wir mal Riley schlagen. Ich würde gerne mal die Frage wissen, die Ellie ihr stellt. So. Das ist total cool gemacht. Muss ich mal sagen. So, andere Seite natürlich auch noch. Nummer 2. Tja, so wird das gemacht. Wie cool ist das denn? Hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Oh, schwierig. Ich glaube, also, ich nehme das. Was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Schwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Sie zeigt uns dieses Ding fast geschafft. Das war jetzt so mein Gedanke, als erstes erstmal was zu fragen über die Mutter, weil würde ich doch schon gerne wissen. Ui. Dass die auch keine Angst haben. Gut, die sind zu zweit. Alleine hätte ich da schon echt Muffen durchzulaufen mit einer Taschenlampe. Gruselig. Also, ja. Wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie. Seht ihr? Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Seht ihr? Ellie hat auch Angst, genauso wie ich. Darf ich mich hier noch umsehen? Vielleicht. Na, ich will's noch lesen hier. Warnhinweis. Da liegt doch was. Ich wusste es doch. So. Mayo Banks. Dies ist meine dritte Anfrage innerhalb vieler Wochen nach zusätzlicher Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem die Quarantänezone Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenige Soldaten gibt. Diese Leute sind verzweifelt und wenn sie diese Stadt betreten, sind sie meistens auch infiziert. Wie ich es in meinem Bericht erklärt habe, muss ich allein letzte Woche 3 Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird das Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Mir hört überhaupt niemand zu. Der Lakai, Sergeant Winston Archer. Uiuiui, da hatte der Winston Archer mal genug zu tun. Okay. Und jetzt? Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Wow. Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus.
Ist ja unglaublich. Wenn das mal nicht unerwartete Besucher geweckt hat. Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Wie cool. Nein! Was ist es? Ich will sehen! Nein! Okay, also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, bis wir das sehen. Wie zum Teufel komme ich darauf? Das ist eine gute Frage, Ellie. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich war jetzt so vertieft. Wir haben schon eine Waffe. Okay. Tatsächlich. Ich war jetzt so vertieft in dieser ganzen Session jetzt gerade, dass ich ganz vergessen habe, dass wir mit Ellie ja noch hier live unterwegs sind. Das ist ja alles in der Vergangenheitsszene gerade gewesen. So. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugen, Els und ich der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können. Zum Ladedock... Matt? Zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa 1,5 Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Ellies gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Ellies versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihm kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Verabreichte Gefreiter Ellies Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Biss amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Captain Regan Francis. Oh Mann. Ob das geklappt hat, würde mich mal interessieren. So. Ui. Oh, Nudelbowl. Wollen Sie eine Menükarte? Wollen Sie eine Flehlingslalle? Ich hätte gern einmal eine Flehlingslalle. Flehlingslalle. Flehlingslalle mit gebratenen Nudeln. So. Wo müssen wir denn hin? Eine Flasche. Ein Schokoriegel. Ein Lappen. Eine Schere. Eine Flasche. Ja, nehmen wir mal lieber die Flasche wie den Backstein mit. Wir haben sogar welche übernachtet. Oh, Pistolenmunition. Werden wir jetzt mal direkt nachladen. In dem Einkaufszentrum haben auch viele gewohnt. Main Entrance. Okay. Ich möchte auch noch mal hier kurz schauen, ob hier noch was gibt. Ob wir nicht vielleicht hier doch was liegen lassen nachher. Sonst heißt es nachher wieder auf YouTube, auf den Kommentaren sehe ich schon wieder bildlich vor mir. Ey, du Affenkopf. Du Affenkopf, du hast wieder irgendwas vergessen. Das hast du nicht gesehen, da bist du vorbeigelaufen. Naja, egal. So, dann gehen wir mal hinten in diesen Main Entrance rein. Oh, nochmal Pistolenmunition.
Das heißt, wir können noch mehr nachladen. Warum kriegen wir denn jetzt Pistolenmunition? Hat das was zu bedeuten? Oh Gott! Oh, wie süß! Eine Mimi. Eine Mimi. Hinweis? Ah, das war vorher nicht im Hauptspiel, dass man da so einen Hinweis bekommen hat, wo man hin muss. Aha, da war Wasser gewesen. Komm schon. Okay. Okay, da kommen wir also nicht rein. Also müssen wir hier, ich hoffe es ist nicht tief. Oh mein Gott. Ist ja kalt. Verdammt. Soll ich hier verrecken? Mann, die soll abhauen, die Katze. Katchen, watch your step. Special Cola. Oh mein Gott. Wir sind im Ladebereich des Einkaufszentrums. Und hier ist ein Generator. Yay. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Alle hopp. Nichts? Ja, wahrscheinlich kein Benzin. Kein Saft. Ja. Verdammt. Da liegt eine Notiz. Generator-Notiz. Vergrößern und lesen. Der Zustand des Gefreiten. Gefreiten-Notiz und nicht Generator-Notiz, mein Gott. Der Zustand des gefreiten Ellis hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und? Beobachte und? Das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wir... Wem mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Raggins, bitte? Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Reagan. Okay. Da haben wir einen Kanister. Und einen Schlauch. Hallo. Nee. Hallo. Vielleicht finde ich welches. Genau, vielleicht finde ich irgendwelches. Benzin. Da kann ich nichts machen. Die Frage ist natürlich, wie tief ist das Wasser? Oh, oh nein, Stalker. Das ist nicht gut. Stalker sind gar nicht gut. Die kann ich jetzt gar nicht begrauen. Infizierten ignorieren Taschenlampen. Okay. Ich dachte, die sehen die. Oh, 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 oh. Haben die uns schon gesehen, oder? Haben die uns jetzt schon... Oh. Ja, haben sie! Ja, die haben uns schon gesehen. Okay. Wie viele kommen davon wohl noch? Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Stirb, 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 stirb. Stirb. Uah. Das ist gar nicht... Stirb. Scheiß Stalker. Stirb! Meine Güte. Meine Güte. Geh nicht mehr auf den Sender. Waren das alle? Ja. Klingt so. Gott sei Dank. Meine Güte. No smoking. Ah, ist ja mal ein super Rat. Ist aber echt ein super Tipp. No smoking.
Haben wir noch einen Backstein? Nein, nehmen wir mal mit. Aber wir eine Nagelbombe erstellen. Die Nagelbombe machen wir doch direkt mal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Was liegt hier? Nochmal Munition. Kommen wir raus? Scheiße. So. Scheiße. So. Steht ja auch dran. Autorisiertes Personal only. Ah, hier. Ah, Benzin abzapfen. Yay. Leer. Okay. Habe ich bei den anderen gar nicht nachgeschaut? Hat der Truck hier vielleicht was? Jackpot. Yes. Funktioniert das wirklich so? Das würde mich mal interessieren. Also wenn ihr das wisst da draußen, dann sagt mir das mal, wie, ob das wirklich so funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Und wie das funktioniert. Vielleicht die Fachexperten, Professoren wissen das natürlich unter euch. Da werden wahrscheinlich wieder schreiben, ey, ja natürlich. Ich, der Professor Doktor sowieso und der sich überhaupt mit auskennt mit allem Pipapo, kann dir sagen, was da und wie das funktioniert. Könnt ihr gerne mal schreiben, würde mich mal echt mal interessieren, falls ihr das wisst. Okay. So. Jetzt sollte der Generator funktionieren. Und alle hopp. Jawohl, noch einmal. Yeah. Oh. Okay. Finger weg vom Elektrowasser. Ja. Das tun wir doch direkt mal. Schauen wir uns hier mal um. Da haben wir noch was. Zum Sammeln. Und hier haben wir eine Leiter. Schauen wir mal, wo die hinführt. Ich hoffe mal. Ah, jetzt. Ja. Oh, nicht runterfallen. Oh. Genau, schau geradeaus. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Genau. So, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich hier runter. Vermute ich mal, weil da kommen wir ja eh nicht mehr weiter. Und dann irgendwie. Fährt mal so eine Rauchbombe erstellen. Oder herstellen. Irgendwie. Hoppala. Müssen wir jetzt... Oh, hier haben wir eine Tür, die können wir aufmachen. Oder ein Tor. Mhm, okay. Was ist hier? Achso, okay. Wofür brauchen wir das denn? Ich weiß gar nicht, wofür wir das brauchen. Schau mal, machen wir das andere Tor mal eben auf. Offen. Yay! Ein Fernseher! Von Kuroma. Wer kennt die Fernsehmarke nicht? Haben wir alle zu Hause stehen. Kuroma. Mhm. Shapiro, den PC, den haben wir auch alle zu Hause. Aber was bringt mir das denn jetzt? Ah, verstehe. Okay. Ich verstehe. Hoppala. So eine Scheiße. Okay, also so funktioniert es nicht. Dann kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wofür dieser Wagen ist. Was für einen Sinn dieser Wagen hier hat. Das ist logisch, ja. Das ist einleuchtend. Dürfte das reichen? Ja, ne, ich denke schon, oder? Ja, ich denke. Damit das Tor nicht runterfällt. Ja. Wow. Tolles Gameplay. So, ganz langsam. Ganz gemütlich.
Geben wir weiter. Oh oh. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Pet will. Da können wir schon direkt runterspringen. Das war aber echt mutig von mir, jetzt da runter zu springen. Naja, egal, aber es hat ja geklappt. Yay! Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich in so einem... Oh oh. In einem Zoohandlung. Anscheinend. Oh, Klicker. Klicker, 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 Klicker. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und jede Menge Backsteine. Und Lebensmittel. Oh mein Gott. Oh, und hier stehen auch Stalker rum. Oh mein Gott. Birds. Oh, da gibt's Vögel. Oh, wo müssen wir denn lang? Oh nein. Ganz leise. Psst. Ganz leise. Jetzt keine Aufsehen erregen. Oh, da ist ein Kratzbaum. Gehst du mal, brauchst du einen neuen Kratzbaum? Ich hol dir einen. Kein Aufsehen erregen. Oh, wo müssen wir denn lang? Hallo? Müssen wir nicht durch die Tür da? Durch das Tor? Aber das ist irgendwie... Irgendwie, ne? Der Klicker gefällt mir gar nicht, der lang läuft. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Jetzt kriegen wir Besuch. Wir kriegen Besuch. Oh Gott, bisschen ablenken, dass sie da hinten runterlaufen. Fuck. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie jetzt so schnell mich bemerken. Wir werden mal mit der Bombe das mal ausprobieren. Ja. Das hat ja wunderbar geklappt. Besser als ich dachte. Natürlich ein bisschen verschwenderisch, ein bisschen mehr verbraucht. Aber das hätten wir. Ja, und somit sind wir näher am Helikopter. Und so wie es aussieht... Oh, 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 oh. Müssen wir da hinten zu diesem grünen Pünktchen da, wo der am Leuchten ist. Denn... Da geht's anscheinend weiter. Ich werde mich mal verkrümeln. Ich werde mich mal verkrümeln. Hollei, hollei, hallo. Ich werde mich mal verkrümeln. Ich werde mich mal verkrümeln. Hollei, hollei, hallo. So. Die haben wir abgelenkt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge hauen wir den Klicker mal so richtig auf die Fresse. Also, bis demnächst. Mach's gut. Tschüss.